Hallo Leute, grüß euch. Willkommen bei meinem neuen Videoblog. Ja, und wie ich ja schon beim vorhergegangenen euch, naja, kann man sagen, versprochen habe, geht es wieder um einen Gleitschirm. Und zwar, ja, vielleicht nicht eine neue Marke, die gibt es schon länger, also etwas länger, ist zwar im asiatischen Raum weiter verbreitet, in Europa noch vielleicht ein bisschen weniger, und zwar um die Firma der Vinci Gliders. Und hier geht es bei dieser Vorstellung um den Da Vinci Gliders Tango, und zwar einen C-Gleitschirm, der von der Firma als Streckenflugmaschine postuliert wird. Und vorweg gesagt, ja, das kommt einmal ganz gut hin, würde ich sagen. Ja, und warum ich das auch so sehe, also ebenso sehe, lass uns das im Video mal genauer anschauen. Viel Spaß! Und da liegt er schon, der Tango von Da Vinci Gliders. Ja, was noch auf alle Fälle zum Sagen ist, ich möchte mich vielmals beim Johann bedanken, der den Vertrieb von Da Vinci Gliders in Österreich übernommen hat. Der sitzt in der Steiermark. Ja, und es hat tadellos geklappt. Also an diese Stelle gleich einmal vielen Dank an dich, Johann, und natürlich auch fürs Leiberl. Jetzt aber wieder zum Flügel selber. Ja, was mir aufgefallen ist, dass der Tango für einen Hochleistungs-C-Gleitschirm gar nicht so arg gestrickt ist, denn er hat ausgelegt 6,3. Eine projizierte Fläche, ich hatte hier die Größe M zur Verfügung, hat 21,3 Quadratmeter. Warum ich das jetzt hier erwähne, dazu später etwas mehr. Der Tango bietet eine ganze Menge technischer Schmankerln. Ja, und da rede ich jetzt nicht einmal von dem aufwendigen Innenleben des Tango, sondern mal von der Eintrittskante, eigentlich eine Shark Nose. Da Vinci Glider nennt es eine Smart Nose. Und warum? Das zeige ich euch gleich hier. Ja, in Wirklichkeit heißt es Smart Nose Plus. Und dieses Plus ist hier, man sieht es schön, diesen weißen langen Stoffstreifen in der Eintrittskante drinnen. Und dieser Stoffstreifen wirkt quasi als Ventil. Und dieses wiederum verhindert ein schlagartiges Entlüften des Flügels. Belüften wiederum, also beim Starten zum Beispiel, ist kein Problem. Da wirkt dieses System nicht. Da Vinci Gliders möchte mit diesem System eine klappstabilere Fläche schaffen. Durchgelattet ist der Tango nicht. Nur an der Eintrittskante, wie bei den meisten Gleitschirmen, befinden sich ein paar Stäbchen drinnen, die aber an der Schirmoberseite nicht besonders weit hineinreichen. So lässt sich der Tango auch konventionell packen und erreicht dadurch auch ein relativ kleines Packmaß. Und mit seinen 4,5 Kilogramm Kappengewicht in der Größe M ist er meiner Meinung nach auch Hike-and-Fly tauglich. Wie es sich für einen leistungsorientierten C-Gleitschirm geziemt, ist auch die Eintrittskante dementsprechend konstruiert. Er hat nämlich Mini-Rips. Und dem Leistungsdrang entsprechend ist auch das Tragegurtsystem sehr, sehr aufwendig konstruiert. Wie man auf diesem Bild sehr schön erkennen kann, ist der Tragegurt so konstruiert, dass man sehr effektiv mit den hinteren, also mit dem C-Tragegurt, den Schirm gut auskorrigieren und steuern kann. Dies funktioniert beim Tango sehr, sehr gut, und es kommt sogar ein wenig Zweiliner-Feeling auf. Der Tango ist als Dreiliner konzipiert, nur im mittleren Flügelbereich gibt es eine kurze, eine D-Leinengabe. Die verschiedenen Leinenebenen sind, wie man hier am Bild schön sehen kann, nur im Bereich der Tragegurte farblich kodiert. Aber immerhin.
Nun, jetzt aber ab in die Luft mit den Da Vinci Gliders Tango. Und wie ich hier schon sagte, ich bin die Größe M geflogen mit einem Abfluggewicht von ca. 108 Kilogramm. Das Starthandling, also sprich auch die Vorbereitungen, sind mit dem Tango recht angenehm. Beim Hantieren mit den Tragegurten sollte man etwas vorsichtiger sein, da gibt es viele Möglichkeiten, dass die Leinen sich irgendwo verhängen. Aber das gilt natürlich auch für alle anderen Gleitschirme, die auf Leistung getrimmt sind und die vor allem die Möglichkeit bieten, mit dem hinteren Tragegurt, also meistens mit dem C-Tragegurt, sehr effizient steuern und korrigieren zu können. Die Tragegurte werden im Allgemeinen halt immer komplizierter und aufwendiger. Was mir besonders gut gefallen hat, waren die Leinen, die lassen sich sehr gut sortieren. Persönlich finde ich die Starteigenschaften des Tango als sehr, sehr angenehm. Hier beim Vorwärtsstart sieht man sehr schön, der Schirm fährt nicht gewaltig an, schießt nicht, ja, und hebt auch sehr flott ab, trotz der kleinen Fläche. Diese schönen Eigenschaften zeigten sich auch bei dem hier gezeigten zweiten Flug. Und ja, wie zu erwarten, eben mit der kleinen Fläche und der sehr hohen Beladung, der Tango ist sehr, sehr flott. Den hier rechts zu sehenden blauen Schirm hole ich sehr schnell ein. Ja, die hohe Wand, wie man sie kennt, alle fliegen mit dem Messer zwischen den Zähnen, um hier bei den schwachen Flugbedingungen ja oben zu bleiben. Ich fliege da lieber sehr passiv, auch wenn das bedeutet, dass man unter Umständen absaufen könnte. Sicher ist sicher. Dank des guten Gleitens des Tango kommt man auch dorthin, wo man meint, dass es rauf geht. Und ja, man sieht es ja, es geht rauf. Das Kurvenhandling hat mich beim Tango mehr als überzeugt. Der Schirm kann abbiegen, das ist unglaublich. Man denkt sich eine Kurve und der Schirm macht eine Kurve. Ein Traum. Was man aber bedenken muss, ich fliege den Tango hier quasi überladen. Ja, um ca. 3 bis 4 Kilogramm. Daher hat der Tango auch in meinem Fall etwas höhere Steuerdrücke, die aber immer noch sehr angenehm sind und ja, man braucht ja auch nicht besonders weit ziehen, dass der Schirm eine Kurve macht. Also ist das ganz okay. Hier im Bereich des Almfrieden, man sieht hier schön den ehemaligen Gasthof direkt voraus. Ja, der hohe Wandkenner weiß, wenn du einen Schirm testen willst, vor allem im Frühjahr, wenn es recht turbulent ist und wenn es schwach ist, dort ist die Chance relativ gut, dass man sich halten kann. Ja, halten kann ich mich, das sieht man hier ja schön, aber wirklich wegsteigen gelingt mir leider nicht. Da gebe ich den Tango aber nicht die Schuld. Ja, ich bin den Schirm halt überladen geflogen und offensichtlich mag das der Tango nicht wirklich. Dennoch, im Geradeausflug merkt man sehr wohl, dass der Tango ja, sich sehr bemüht, jeden Aufwind irgendwie mitzunehmen. Und das tut er ja auch recht brav. Sagen wir mal so, er versucht es halt. Ja, und somit würde ich sagen, der Tango ist ein Flügel, der nicht gerne überladen geflogen wird. Gleiten kann der Tango sehr gut. Also da hat er mich sehr überrascht, da macht ihm offenbar die hohe Zuladung nicht besonders viel aus. Also das ist super. Der Tango bemüht sich wirklich, mich wieder auf Höhe zu bringen. Er zeigt mir immer wieder an, da und dort geht's rauf und versuche es halt einzukreisen. Tja, was soll ich sagen, es fehlt mir so 1,5 Quadratmeter. Dafür kann der Flügel aber halt nichts dafür, dass ich ihm halt so, ja, belaste im wahrsten Sinne des Wortes. In dieser Konfiguration braucht es halt ein wenig mehr Aufwind. So kann ich mir gut vorstellen, ja, wenn es ein bisschen mehr hammelt und ordentlich rauf geht, wird der Tango
halt sehr hoch beladen oder sogar drüber, wie in meinem Fall, eine sehr, sehr gute Figur machen. Da spricht eben, wie hier schon gesagt, das gute Handling. Ja, und er zeigt gut an, wie was wann wo herumgeht, ohne nervös zu wirken. Ja, das könnte schon ganz gut passen. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist das gute Gleiten des Tango. Und ja, ich persönlich meine, der braucht sich vor so manchen D-Gleitschirm nicht verstecken. Vor allem, was die Trimgeschwindigkeit angeht, in der Kombination mit den Gleiten. Also, ja, das ist spannend. Und auch in bewegter Luft macht der Tango beim Gleiten eine recht gute Figur. Zumindest gehe ich einmal davon aus, denn ja, man muss schon ehrlich sein, im Spätherbst, wo die Thermik dann halt nicht mehr so stark ist und die Luft brodelt ja nicht wie im Frühjahr, aber dennoch, man erkennt, man spürt es, dass der Tango so richtig zieht. Daher denke ich einmal, dass der Vinci Gliders den Mund nicht so voll nimmt, wenn sie sagt, der Tango ist eine Streckenflugmaschine. Noch ein paar Worte zum Handling bzw. den Steuerwegen. Die haben mir da auch ganz gut gefallen, denn zu normalen Steuern braucht es da nicht viel Weg, aber man kann dennoch die Bremsen recht weit ziehen, ohne Angst haben zu müssen, dass der Schirm gleich blitzartig abreißt. Und hier sieht man, wie schön schlagartig der Schirm so richtig abbiegen kann. Ja, und er nimmt halt auch ordentlich Fahrt auf. Und wenn man da, wie in meinem Fall, so ein bisschen Rückenwind hat, naja, man sieht's gleich. Und das mit der ohnehin schon recht hohen Trimgeschwindigkeit. Uiuiuiui. Johann, ich hoffe, du nimmst mir's nicht übel, dass mir da der Tango so auf die Nase geplumpst ist. Ja, es geht halt nicht immer alles so, wie man das will und es passiert so manches Hoppala. Puh, ganz schön flotter Schirm. Wow, nicht schlecht. Ein paar Tage später an einem anderen Ort und zwar am Stubenbergsee. Das Fluggebiet Kulm. Und ja, man kann hier auch vortrefflich fliegen. Vor allem, wenn man mit der Familie unterwegs ist. Ja, der Pilot geht am Berg und die Familie vergnügt sich am See. Wie hier im Video schon angekündigt, hier der zweite schöne Vorwärtsstart. Ja, hier war der Wind doch sehr schwach, also bis gar nicht, kaum thermig. Ja, ich kann schon vorweg sagen, es wird ein etwas verlängerter Abgleiter, mehr aber auch nicht. Ja, aber immerhin, jeder Flug zählt. Und gerade hier im Fluggebiet Kulm macht sich das sehr, sehr gute Gleiten des Tango wirklich bezahlt. Den ersten Flug mit dem Tango hatte ich nicht aufgezeichnet. Ja, das mache ich eigentlich meistens, weil da möchte ich mich halt auf den Schirm voll konzentrieren. Ja, und dieser Flug war ein Soaring-Flug bei ja, doch recht kräftigem Wind auf der hohen Wand. Da hat der Tango natürlich brilliert wegen seiner ja, doch sehr hohen Trimgeschwindigkeit. Gut, die hohe Flächenbelastung hat sich da auch bezahlt gemacht und da hat er so richtig Freude gemacht. Und bei diesem Flug habe ich den Schirm natürlich selbstredend verkehrt aufgezogen und es hat auch prima funktioniert, genauso wie bei den hier zu sehenden normalen Starts. Nun, für welche Pilotengruppe, ja, wo kann man den Tango einreihen? Ja, ich würde mal sagen, für den ambitionierten Streckenflieger, das passt natürlich sehr gut. Und für Leute, die von einem High-B-Gleitschirm aufsteigen, dürfte der Tango nicht überfordernd wirken. Das Testprotokoll des Tangos hat sehr, sehr, sehr viele A's, ein paar B's und glaube ich, würde mich erinnern, nur zwei C's. Also ist auch nach dem Protokoll nach der Schirm offensichtlich sehr, ja, sehr gut kontrollierbar und nicht überfordernd. Ja, also die Streckenflieger sollten sich einmal den Tango etwas genauer ansehen.
Ich persönlich hoffe, dass ich den Tango möglichst bald in der Größe L fliegen kann und das auch bei guter Thermik im Frühjahr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ach ja. Ja, man kann den Tango auch durchaus sehr schön landen. Schaut selbst. Naja, geht doch, oder? Das war schon wieder mit dem Vlog über den Tango von Da Vinci Gliders. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich mich nicht allzu sehr auslasse über den Tango, weil ja, das wäre wirklich sehr, sehr unfair. Weil es hat sich herausgestellt, dass man einfach mit dem Schirm ein Quadratmeter an Fläche gefehlt hat, vor allem bei den Bedingungen, wo ich den Schirm fliegen konnte. Es war doch schon sehr herbstlich, keine Thermik mehr wirklich mehr zum Halten. Ja, bei Anflug halt ein bisschen Soaring. Bei einem war es ein bisschen aber sehr schwach thermisch und da hat sich halt gezeigt, ja, da fehlt mir, da war ich einfach, das mag er nicht, wenn man überladen fliegt. Und vielleicht eher, ich habe da noch gesprochen eben mit dem Importeur von Da Vinci und auch mit Piloten, die ihm auch geflogen sind. Und ja, es hat sich herausgestellt, es ist besser, den, ja, man kann im oberen Drittel fliegen, aber in der Mitte vielleicht, ein bisschen über der Mitte drüber, denke ich, wird gescheiter sein. Und da wird man, glaube ich, fürs Optimum aufgehoben sein, um die Leistung rauszuholen. Denn ich finde, der Gleitschirm ist hochinteressant. Also sehr, sehr aufwendig, wirklich gut gemacht und ja. Ich bin sehr neugierig auf dem Schirm, aber ich hoffe dann nächstes Jahr mit der L-Größe. Das wird dann, schauen wir mal, ja, ich kann nicht sagen, wann die L-Größe dann zur Verfügung steht. Werden wir mal schauen, lasst euch überraschen. Ja, und noch etwas, bei manchen wird es vielleicht geklingelt haben, Da Vinci Gliders, Flohbauer Gliders, ja, ist schon eine Weile her, Da Vinci Gliders hat für Flohbauer Gliders den D-Gleitschirm produziert, also den vom Flohbauer Gliders den D-Gleitschirm. Und ja, und da ist natürlich gleich aufgekommen, ja, der C-Gleitschirm, der Tango, ist genauso umgelabelt wie der C-Schirm von Flohbauer Gliders. Und nein, das hat sich ja mittlerweile herausgestellt, dem ist nicht so. Der Tango ist eine komplette eigene Konstruktion. Das hat nichts mit dem C-Gleitschirm zu tun. Und ja, das kann ich auch gleich einmal anteasern. Ich hab auch mittlerweile einen guten Kontakt zu Flohbauer Gliders. Die sind auch daran interessiert, dass ich da von ihnen auch einen Gleitschirm vorstelle. Und vielleicht wird es ihm auch der C-Gleitschirm werden und da kann ich mir das ja mal anschauen. Wird ja recht interessant werden. Also nächstes Jahr kündigt sich schon an, schon mal mit ein paar Gleitschirmen, die ja, ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und ich bin schon ganz neugierig, wie Weihnachten, dann halt im Frühjahr, dass da wieder was Neues zum Fliegen gibt, das ich euch vorstellen kann. Ja, wie gesagt, und das war es halt auch schon wieder. Heuer wird es halt gar verständlicherweise kein Video mehr, also kein Vlog mehr geben. Vielleicht dann im Jänner, wenn wir schauen, also ein, zwei Themen werden mir eingefallen, die auch mit Fliegen zu tun haben, außer mit Gleitschirm vorstellen, weil das macht ja wetterbedingt, man denke ich, wird ja klar sein, wenig Sinn, da viel vorzustellen. Und aber es gibt aber Themen, die nicht so ganz wetterabhängig sind. Schauen wir mal, ich habe da zwei Ideen, ein, zwei Ideen,
was im Jänner dann vielleicht was wird draus. Man muss schauen, wie ich das umsetzen kann. Es hängt auch von den Umständen ein bisschen davon ab. Ihr wisst ja, es geht ja mit dem bösen C immer noch weiter und da steht noch immer einiges im Raum, was kommen könnte. Lass uns überraschen und ob es da Hinderungen gibt, werden wir sehen. Kopf hoch, also ich bin da optimistisch, wird sich sicher was machen lassen. Ja, und das war's halt, wie gesagt, schon wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Kann euch nur mal vorweg schöne Weihnachtsfeiertage wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, dann auch im neuen Jahr knitterfrei bleiben, wie ich so schön sage, wie ich immer gern sage. Viele, viele schöne Flüge. Ich hoffe, ihr habt heuer trotz mancher doch ein bisschen massiverer Einschränkungen auch schöne Flüge genießen können. Bei mir waren einige sehr, sehr schöne Flüge auch dabei. Ja, und hoffe, dass das nächstes Jahr fliegerisch erfreulicher wird, also bezüglich Einschränkungen, dass man mehr machen kann, dass wieder Bewerbe geben kann und vielleicht wieder Messen, Treffen und, dass es halt, wie es halt 2019 halt war, dass wir das halt 2021 wieder so machen können. Optimistisch sein, es wird schon werden. Leute, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und hofft, dass ihr wieder dabei sein werdet, wie es so schön heißt. Bis nächstes Jahr. Bis dann und tschüss. Ciao.